Herzlich willkommen zum Tea Talk. Mein Name ist Thomas Grömer, ich bin der Teepapst und in dieser Season bin ich auf der Suche nach außergewöhnlichem Geschmack. Und dazu bin ich hier nach Hamburg gekommen, bin hier im wunderschönen Stadtteil Ottensen, hier bei Petit Amour und treffe hier Boris. Herzlich willkommen, eigentlich ist es ja dein Restaurant, nicht mein. Herzlich willkommen Hamburg, beim Tea Talk. Ne? Schön, dass du da bist. Freut mich, dich kennenzulernen. Boris, wir haben ein bisschen im Vorgespräch gesprochen, dass du japanische Schneidetechniken in Japan gelernt hast. Und vorher warst du in Paris und natürlich vorher in Deutschland überall rumgekommen. Erzähl uns mal ein bisschen was über japanische Schneidetechniken. Schneiden Japaner anders? Ja, sie schneiden anders, weil sie mit anderen Messern arbeiten. Also europäische Messer sind ja zweiseitig geschliffen, japanische Messer sind einseitig geschliffen. Und es wird schon bei Eisspielen in Europa oder im westlichen Teil filetieren wir einen Fisch vom Rücken her. In Japan im asiatischen Teil hauptsächlich über den Bauch zurück. Es sind halt ganz viele andere Techniken, die halt da verwendet werden. Oder es gibt eine Technik, wenn man Sashimi schneidet, was ja nicht ein Sashimi sein muss, sondern auch, kann ja auch irgendwas anderes rohe sein, wie man über eine gewisse Kante, die man da reinschneidet, eine Knackigkeit da reinbringt wieder. Also dass es nicht nur eine einfach gerade runtergeschnittene Scheibe ist, sondern man setzt gezielt eine Kante rein, okay, um ein bisschen mehr Textur im Mund zu haben. Und schmeckt man den Unterschied, wenn es japanisch geschnitten ist? Was heißt schmecken? Also die Textur ist anders. Ne? Also eine Textur schmecke ich ja nicht, sondern die fühle ich. Und das ist zum Beispiel eine andere Technik. Es sind auch Gartechniken, die man aus Japan mitgenommen hat. Und also ich mache ja hier keine japanische Küche, sondern eine ich würde schon sagen, sehr, sehr klassisch französische Küche, die ein bisschen modern interpretiert ist. Mhm. Aber da lassen sich manche Techniken, was Garung angeht, was Schnitttechniken angeht, aus der japanischen Küche auch etablieren. Ah, okay, das heißt, auch wenn das hier natürlich gar nicht japanisch ist, aber so im Backend sozusagen hier in der geheimen Küche, gibt es so den einen oder anderen japanischen Hack, der dir hier weiterhilft? So einen kleinen Einfluss, so einen kleinen Touch. Manchmal habe ich auch einen Gang drauf, der einen japanischen leichten Einfluss hat. Würde aber keine richtig japanische Küche machen, weil ich es schwierig finde, die Produkte in der Qualität, die ich bräuchte, die Qualität hier ranzubekommen, oder wenn man sie rankommt, wäre der Preis so extrem hoch, was man dann schwierig irgendwie weitergeben kann. Ja, sehr, sehr spannend. Und vor Japan war so der Abschluss deiner langen Lehrjahre. Genau. Du hast ja fast 10 Jahre in den schönsten Restaurants Deutschlands und der Welt gekocht und gelernt. Wo war so, abgesehen von Tokio, wo war so ein echtes Highlight? Es war jeder Laden, in dem ich war, war irgendwo ein Highlight und hat einen Teil dazu beigebracht, oder einen Teil dazu mitgebracht von dem, was ich jetzt mache. Ich würde sagen, wo ich am meisten oder ganz viel noch mitgenommen habe, ist bei Ducasse in Paris halt irgendwie einfach. Das hat mich vom Produkte, also ich mache eine Produkteküche und das hat nochmal sehr, sehr viel Einfluss drauf gemacht, dass gerade wie ich meine ganzen Jus, meine ganzen Soßen koche, ist viel, viel Einfluss daher. Allerdings auch das Schiffchen in Düsseldorf da war ich 2 Jahre, das hat auch sehr, sehr viel Einfluss auf mich genommen. So, ne? Also auch was war halt damals der einzige 3-Sterne-Laden, glaube ich, Deutschlands, der sich selber finanziert hat, also ohne ein großes Hotel oder irgendwie einen Sponsor im Hintergrund. Und zusätzlich zu der damaligen Zeit war es, glaube ich, weltweit der einzige Laden, der 4 Sterne aus einer Küche, weil 3 plus 1, wir hatten im Bistro noch 1 Stern gekocht haben. Und auch, also man hat überall was mitgenommen. Also das ist auch das, was ich meinen Kommis oder den Jungs in der Küche bei mir immer sagt, so, man muss nicht immer mit allem d'accord sein und man muss nicht immer alles richtig finden, sondern dafür macht man ja so eine Art Wanderjahre, um halt Sachen in verschiedenen Varianten kennenzulernen und sie auch. Oftmals das Problem ist, dass sie es nicht lang genug machen, also um zu verstehen. Und den eigenen Weg, den muss man sich später selber suchen. So. Du sagst es gerade, oft hat man so das Problem, es nicht lang genug zu machen. Denkst du, man muss einfach lange verschiedene Sachen, also nicht nur verschiedene Sachen, sondern auch das eine ganze Zeit lang durchhalten, um als Koch sozusagen kompletter zu werden? Ich glaube in der Tat, dass man, wenn man irgendwie ein halbes Jahr wo gewesen ist, hat man die Küche nicht verstanden.
Also das ist, also zum Beispiel bei Ducasse steckt hier oder beim Bourgogne, da stecken ja wirklich Philosophien hinter der Küche. Das ist, war damals noch nicht, dass so laut geschrien wurde, wie jetzt irgendwie jeder seine Philosophie ganz laut postet, mitteilt, aber diesen Grundgedanke, und den versteht man erst, wenn man was ein paar Mal gemacht hat. Oder es gibt halt ganz viele Sachen, die muss man ein paar Mal gemacht haben, weil wir arbeiten ja mit lebenden Produkten, die halt auch nicht immer genau in der gleichen Qualität sind. Also wir haben jetzt zum Beispiel, im Aperitif haben wir eine Pommes Soufflé, die ich klassisch mache, also auf zwei Temperaturen frittiere und sie dann aufgeht. Und da ist zum Beispiel das Problem, dass die Agria-Kartoffeln, die ich dafür wende, werden einmal im Jahr geerntet. Also es gibt eine Zeit, wo sie frisch sind, wo es ein Problem gibt, wo man gegen das viele Wasser in der Kartoffel gegenarbeiten muss. Und am Ende ist eine Zeit, wo sie fast zu trocken sind, weil es natürlich eine Lagerware ist. Und diese Erfahrung bringt man halt erst dann mit, oder wenn man das auch lange genug gemacht hat und man schon direkt sieht, okay, die Kartoffel ist nass, ich muss sie vielleicht ein bisschen mehr trocknen. Also das ist immer was, das kann man nicht einmal gezeigt bekommen und gut ist. Und das ist in ganz vielen anderen Sachen halt auch so. Also jeder Fisch hat ja irgendwie ein bisschen anderes Leben gehabt und man muss da vielleicht auch immer ein bisschen mitspielen. Das ist mit allen Produkten, also das ist mit allen Gemüsesorten so, dass ein gutes, traditionell erzeugtes Produkt oder gefangenes Produkt ist ja lebendig und hat halt immer was, bringt immer andere Eigenschaften mit. Und das zu erkennen, das braucht einfach diese Zeit, das braucht einfach diese... Genau. Das ist wie ein Tischler ja auch. Ein Tischler, ein Holz, der mit wirklich Massivholz arbeitet, muss ja, mal ist es ein bisschen mehr abgelagert, mal ist es ein bisschen weniger abgelagert, mal hat es mehr Astlöcher, mal hat es weniger Astlöcher. Und ich glaube, dass auch erst ein Tischler mit langjähriger Erfahrung da dann auch weiß, wie er damit anders zu arbeiten hat. So, und das. Die Philosophie ist ja auch durchaus recht japanisch. Japaner sagen ja, du brauchst 10 Jahre, also zum Beispiel der berühmte Sushi-Koch. Ne? Ja. Also du fängst mal ganz klein an, machst erstmal ganz einfache Arbeiten, die halt auch erledigt werden müssen. Und nach 10 Jahren bist du dann sozusagen selbstständiger Sushi-Koch. Das 10 Jahre sind dann schon ein sinnvoller Zeitraum. Ja, also ich war auch ca. 10 Jahre auf einer Wanderschaft oder auch nicht in Hamburg nach der Ausbildung. Und das ist schon, ich weiß jetzt nicht, in Japan ist es ja eher so, dass die wirklich 10 Jahre in einem Laden bleiben. Also im Roigin, wo ich gearbeitet habe, waren einige Mitarbeiter, die jetzt auch immer noch da sind oder sich vergrößert hat, jetzt in Singapur und Taiwan noch ein Laden, die dann da so rübergewandert sind. Aber da ist es halt ganz traditionell, dass man da auch keine richtige Ausbildung macht, wie hier im dualen System mit Berufsschule, sondern die gehen einfach im Laden und fangen in der Spüle an und arbeiten sich peu à peu hoch. Und das dauert im Regelfall so. Also die meisten waren 7, 8 bis 10 Jahre dann da. Natürlich waren auch welche, die erst ein Jahr da waren, aber die waren noch mehr am Spülen als am allen anderen. Was aber auch, also bei mir zum Beispiel, die Auszubildenden kommen auch immer auch keinen ganz kurzen Zeitraum, so über 2-3 Monate in die Spüle, aus verschiedenen Gründen. Also einmal ist es den Respekt dem Spüler gegenüber zu zeugen, dass man sieht, dass es auch eine harte Arbeit ist und dass, wenn man überall seinen Müll drinne lässt, dass es für ihn eine blöde Arbeit ist. Und die zweite Sache ist, die wollen ja alle irgendwann auch mal Küchenchef werden. Und wie wollen sie, wenn sie nie in der Spüle standen, dem Spüler später mal erklären, was er zu tun hat, wenn sie es nie selber gemacht haben? So. Also Respekt für jede Position sozusagen in der Küche, das vom Spüler bis hin zum Chefkoch, das ist das Wichtige, was man auch mitlernt. Ja, auf jeden, also gar nicht nur in der Küche, sondern im ganzen Betrieb. Also das ist so ein, egal ob klein oder großer Laden, das ist ja wie ein Uhrenwerk, und wenn ein Zahnrad da nicht mit reingreift und nicht mit funktioniert, dann bringt das nichts. Also wenn der Spüler hier krank ist, habe ich ein Problem. Genauso wie wenn meine Restaurantleitung krank ist. Oder, ja, um gesund zu bleiben, habe ich mein Matcha-Tee mitgebracht. Ja, danke. Boris, du bist ja nicht nur nach deinen Wanderjahren, die du so bezeichnet hast, bist du nicht nur zurückgekommen nach Hamburg, sondern du hast ja dann auch beschlossen, dein eigenes Restaurant zu eröffnen. Ne? Ja. Da gibt es ja immer so die Sinnfrage, was mache ich jetzt? Gehe ich jetzt
sozusagen als Chefkoch in ein etabliertes Restaurant, in ein etabliertes Hotel oder mache ich was Neues? Ne? Nimm uns da mal kurz mit, wie war so ein bisschen die Überlegung und war das schon immer ein Wunsch bei dir oder ist das so ein bisschen gereift, nachdem du hier zurückgekommen bist? Nee, es war eigentlich immer schon von vornherein ein Wunsch, mich selbstständig zu machen. Ich habe mich dann irgendwann davon mal ein bisschen getrennt, weil es natürlich nicht mehr ganz so einfach ist wie, glaube ich, vor Jahren, weil wir natürlich irgendwie in einer Zeit leben, wo es immer mehr Auflagen von Behörden gibt und der geschäftsführende Aufwand immer größer wird. Mhm. Und es gastronomisch mit einem kleinen Laden nicht mehr so einfach ist wie, glaube ich, vor 20, 30 Jahren. Ja. Deshalb hatte ich mich eigentlich schon davon getrennt und war so ein bisschen in verschiedenen Küchenchefpositionen. Und da habe ich dann irgendwann allerdings, so bin ich aufs Ding gekommen, lieber bereue ich es, wenn es schief gegangen ist und dass ich es gewagt habe, als andersrum, dass wenn ich... Okay. Also du wolltest es doch unbedingt ausprobieren? Ja. Und jetzt bist du schon ein paar Jahre im Markt, oder nicht nur ausprobiert, sondern auch erfolgreich. Was ist so da die... Sozusagen vom Chefkoch zum Unternehmer, was war da so das größte Learning, das du da so mitgenommen hast? Was waren die größten Unterschiede? Ach, das sind ganz, ganz viele. Also es ist auch immer, wenn man denkt, irgendwie jetzt hat man es geschafft, dann kommt wieder irgendwo ein neues Problem oder ja. Irgendwas Neues. Also jetzt gerade, ich meine, dass die letzten anderthalb Jahre, hat man mir das vor zwei Jahren gesagt, dass ich hier mein Laden geschlossen wird, dann hätte ich ihn ausgelacht. So, ne? Also das ist... Und das sind halt immer neue Herausforderungen, die auch Spaß machen, aber teilweise natürlich auch einfach anstrengend sind. Ne? Also wenn man irgendwie gerade so dieses Gehoppe zwischen Geschäftsführer und einem Küchenchef. So. Würdest du sagen, ist es schwerer geworden, gute Leute zu finden, gute Mitarbeiter zu finden? Oder ist das mehr individuell, wie halt die Leute so sind? Was würdest du sagen? Nee, ist deutlich schwieriger geworden, würde ich sagen. Also gerade auch, weil wir so ein bisschen in so einem Wandel der Zeit sind. Früher war es, glaube ich, also ich habe in meinem Leben noch nie 8 Stunden gearbeitet und hatte am Wochenende frei. Mittlerweile wollen das halt alle sehr, sehr gerne. Und das ist in der Tat, funktioniert es halt einfach nicht ganz so mit einem Laden, der alles selber macht. So, ne? Und es ist auch nicht mehr so, dass, ich glaube, es ist gar nicht wertend gemeint, aber dass sich so ein bisschen die Arbeitsmoral so ein bisschen der Generation geändert hat. So, ne? Also das ist, also als ich Kommi war, war es klar, wenn ich eine Ansage kriege, dann wird es so gemacht und nicht anders und fertig ist. Jetzt muss alles immer hinterfragt werden und diskutiert werden. So. Und ob es richtig oder falsch ist, will ich nicht werten, so, aber es ist natürlich eine Situation, die einem, ich will nicht sagen, das erschwert, aber es ist, so ein bisschen so ein Generationswechsel, würde ich sagen. So, und ich komme halt noch, ich habe in den Betrieben, in denen ich gearbeitet habe oder wo ich gelernt habe, das waren halt auch eher so die wirklichen Oldschool-Betriebe, also so ein Lucas, so ein Bourgueil, das sind halt, das ist noch eine ganz deutlich andere Generation. Mhm. So, ne? Und du bist ja dann sozusagen genau dazwischen, wenn man so möchte, ja. Ne? Zwischen den großen Koryphäen, die man so kennt, und zwischen den Jungen, die ja da die unterschiedlichsten Wünsche und Erwartungen haben. Kannst du so mit beiden ein bisschen umgehen? Kannst du da so ein bisschen nachvollziehen, was sich die jungen Menschen da so wünschen? Natürlich kann ich es irgendwo nachvollziehen. Es ist nur... Und ist das unmöglich? Ist das kompatibel mit Sterneküche oder ist das... Bestimmt. Also das ist halt immer die Frage, wie man es macht und so weiter. Es kommt halt dann auch immer darauf an, was für eine Küche. Also wir fahren, dadurch, dass ich eine Produkteküche mache, eine handwerkliche Produkteküche, haben wir den höchstmöglichen Aufwand, den man haben kann. Ne? Es gibt ja auch andere Küchen, wo man einen geringeren Aufwand in der Vorbereitung zum Beispiel hat. Ganz kurz, handwerkliche Produkteküche heißt, du machst alles selbst, ne? Ja, also, es gibt nichts. Es gibt nichts, was... Nee. Was fertig ist, sondern du machst das Ding von Grund auf. Genau, und also das, was wir auf den Teller bringen, ist auch eine sehr, sehr handwerkliche Küche. Also eine Molekularküche ist ja nicht ganz so handwerklich, da arbeitet man viel mit Pulvern und so weiter. So. Und bei uns ist halt viel, wir machen Blätterteig selber, wir backen das Brot selber. Sowas wie die Pommes au Fleur ist halt wirklich Handwerk. Es sind halt viele Sachen,
die wirklich so diese handwerkliche französische Basis haben. Und das dann gepaart mit Produkteküche, also halt nur Top-Produkte, das sind die teuersten, ist es natürlich ein recht großer Aufwand. Jetzt eine spannende Frage, wenn du sagst, das ist so ein großer Aufwand, wie du ihn gerade beschrieben hast, und das braucht einfach diese Art von Arbeitseinsatz, sagen wir mal, um diese Art von Qualität zu erzeugen und diese Art auch von Geschmack zu erzeugen. Heißt das, dass wir vielleicht, wenn sich so eher das 9-to-5-Denken oder das 5-Tage-Denken durchsetzt, dass wir vielleicht diese Art von Geschmack so nicht mehr überall erleben können? Ich glaube, dass es zurückgehen wird. Also man kann es ganz gut mit dem Tischlerberuf wieder vergleichen. Es gab eine Zeit lang, wo jeder sich seinen Tisch vom Tischler anfertigen lassen hat, sage ich mal. Stimmt, so, ne? Ja. Und dann kamen die Riesen wie IKEA, Habitat und so weiter und haben angefangen, einen Tisch viel, viel günstiger anbieten zu können, weil er halt in Masse produziert worden ist und nur noch zusammengebaut wird. Und nichts anderes haben wir mit den Convenience, die ja immer weiter mehr auf den Markt draufgehen. So, und da sind wir, glaube ich, gerade so ein bisschen im Wandel, weil, wenn man sich jetzt die Tischler anguckt, ich kenne keinen Tischler, der sofort Zeit hat. Also da muss man sich eine halbe Liste auf eine Warteliste Liste stellen, bis die Zeit haben, einem irgendwas zu bauen. Und dann ist es auch nicht günstig, ne? Genau. Das ist ja dann auch richtig, richtig Geld dann für so einen Tisch. Und ich glaube, dass diese Art der Gastronomie weniger werden wird. Also ich bin der Meinung, Qualität zeichnet sich immer aus, bleibt immer beständig und damit wird das nie vom Markt verschwinden quasi. Aber es wird geringer werden und es wird glaube ich auch immer weniger Köche geben, die sowas, so handwerkliche Sachen wie zum Beispiel Blätterteig selber machen oder so können. So, ne? Das ist eine spannende Perspektive auf das Angebot. Ne? Wer kann das überhaupt machen? Was ist das für ein Aufwand und was steht da dahinter? Und jetzt, wie du eben den Tischler erwähnt hast, dass die Warteliste so lang ist, jetzt kurz von der Nachfrage her gesehen, habe ich so das Gefühl, aber sag mir gerne, wie das für dich sich so anhört, dass man in Deutschland mehr und mehr Interesse hat, aber auch an besondere Küche, dass man mehr und mehr Neugier hat an gehobener Küche. Du hast ja auch so Boxen angeboten zum als To-Go, die jetzt nicht fertiges Essen sind, sondern die, wenn man so möchte, die ein Bausatzsystem ist, so, wo die Leute mit Anleitung so ein bisschen, ne, zu Hause das quasi nachbauen konnten, um dann einfach ganz, ganz andere Sachen zu erfahren. Das heißt, das Interesse ist ja enorm da, oder? Würdest du nicht sogar sagen, das ist gestiegen? Auf jeden Fall deutlich. Ja. Also wenn man auch so, wenn ich zum Beispiel meinen Großvater anguckt, irgendwie mütterlicherseits, der hat nie gekocht. So, jetzt ist es eigentlich so, also jeder kocht. Ne? Also das ist natürlich auch, und das Interesse und die das Nachdenken über die Lebensmittel ist ja schönerweise viel, viel mehr da. Also es ist nicht mehr so, dass deutsche Denken von früher, sage ich mal so, das muss morgens am besten 200 Gramm Leberwurst auf dem Brot sein, mittags muss irgendwie 250 Gramm Schnitzel sein und abends muss auch nochmal irgendwie Fleisch dabei sein. Sondern es ist halt deutlich zu merken, dass viele sich Gedanken drüber machen und lieber weniger und qualitativ hochwertigeres essen und auch also ich habe hier zum Beispiel Stammgäste, das ist mittlerweile sind mit dem Studium fertig, die sind aber waren schon als Studenten, als wir hier aufgemacht haben, vor 6 Jahren da. Und die haben gesagt, sie gehen lieber irgendwie 1-2 Mal im Jahr bei uns essen und sparen sich dafür das ganz Einfache, so, weil das ist ein viel, viel, da haben sie viel, viel mehr von. So. Und ich glaube, oder also man merkt schon deutlich, dass das viel, viel mehr wertgeschätzt wird in den neuen Generationen. Ich glaube, dass das natürlich die Franzosen machen sich ja viel auch drüber lustig, so was wir essen würden. Aber dass das natürlich auch so ein bisschen an dieser Nachkriegsgeneration liegt, die auch eine Zeit lang einfach nichts Wirkliches zu essen hatten und dadurch halt das so ein bisschen irgendwie dann ausgleichen mussten und so weiter. So. Und aber da hat doch Deutschland massiv aufgeholt, oder? Ja. Also der Gap war vielleicht mal so, dass die Franzosen gewitzelt haben, was vor 20 Jahren oder so noch im Kochtopf war, aber heutzutage ist ja nicht mehr so ein Ding, oder? Also es kommt natürlich sehr regionell auch ein bisschen unterschiedlich. Also ich glaube so, gerade wenn man irgendwie nach Süddeutschland oder nach Westdeutschland geht, ich finde zum Beispiel sehr, sehr schade, wie in Hamburg haben hier glaube ich noch 2 Schlachter, die wirklich handwerklich arbeiten in einer Großstadt wie Hamburg. Das sind natürlich alles so Sachen, wo es auch irgendwie durch EU-Vorschriften und so weiter alles erschwierigt wird. Aber natürlich auch, weil die Nachfrage eine Zeit lang nicht da war. Ich
glaube aber, dass diese Nachfrage jetzt immer wieder stärker wird und es immer mehr Leute nicht irgendwie im Supermarkt das Fleisch kaufen möchten, sondern hochwertige Sachen kaufen oder in hochwertigen Supermärkten einkaufen. Diese steigenden Preise, hat das auch einen Einfluss, wenn du jetzt sagst, du machst ein neues Menü, musst du das dann auch sozusagen mit berücksichtigen, was nimmst du auf das neue Menü mit drauf? Oder bist du trotzdem noch in erster Linie kreativer Koch und sagst, nee, es geht mir zentral um das Aroma? Oder wie machst du denn das? Wie macht man ein neues Menü heutzutage? Ja, ich entscheide mich immer für die beste Qualität. Das ist leider so ein bisschen betriebswirtschaftlich auch. Dann denke ich mir manchmal lieber, dann bleibt halt weniger und dafür nehme ich aber doch die Qualität, weil wenn ich einmal auf dem Brett oder wie auch immer liegen habe, dann will ich die haben. So, ne? Das ist, das zieht sich auch durch. Also, dass so ein kleiner Laden so ein Besteck hat, wie wir das haben, oder so eine Ausstattung hat, das ist schon nicht ganz so normal, würde ich mal sagen. Also jedenfalls nicht, wenn ein Hotel oder so. Das ist für dich nicht verhandelbar. Nee. Du machst jetzt eine neue Karte, oder? Ich habe gerade eine neue Karte gemacht. Wie gehst du da vor? Denkst du dir das alles zuerst aus? Passiert das zuerst mal alles im Kopf? Oder schreibst du dir, während du sozusagen das ganze Jahr über hindurch arbeitest, schreibst du dir immer wieder Ideen auf Zettelchen und holst die dann da raus? Wie funktioniert das? Mischung aus beiden. Also natürlich, wenn einem was im Kopf kommt, dann schreibt man sich das schon auf und zieht das dann auch nochmal raus oder überarbeitet das. Und dann ist es, also ich baue mein Menü immer nach den Produkten auf. Also ich suche mir erstmal die Produkte raus, mit denen ich arbeiten möchte in dem Menü. Da muss man halt immer so ein bisschen hin und her schieben und dann fängt man halt an, diese Produkte auszuarbeiten und dadurch entstehen dann die Gänge. So, und das hat natürlich immer auch viel was mit zu tun. Dieses Jahr zum Beispiel ist ein ganz schwaches Pilzjahr. Normalerweise hätte ich jetzt einen Gang mit Steinpilz drauf. Das war mir aber zu riskant, weil bisher war es sehr, sehr schwierig. Dann kommt halt da auch noch dazu, dass die Lieferketten nicht ganz so gut funktionieren, weil das noch nicht alles wieder so aufgetaut ist nach dem Lockdown. Und habe mich dann mit knirschenden Zähnen vom Steinpilz verabschiedet für dieses Jahr. So, ne? Und stattdessen, was hast du gemacht? Ja, dann guckt man halt, was man für tolle Produkte noch rankriegt. Das ist natürlich auch immer eine enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten, weil man sich da natürlich auch gut absprechen muss, weil es mir ja nichts bringt, wenn ich die eine Woche das Produkt in einer Top-Qualität und die andere Woche in nicht so einer Top-Qualität bekomme. Was natürlich immer, dadurch, dass es viel wilde Produkte sind, halt immer schwankend ist. Genau, und na, dann baut man das aus und dann ist es halt auch so ein bisschen, und dann fängt man an, ein bisschen auszuprobieren und dann spielt sich das ein. Geschmack ist ja dein Business. Dein Business ist Geschmack und wenn man darüber schmeckt, natürlich die Erfahrung und das Erlebnis, das man eben hier hat. Aber was würdest du sagen, was macht denn eigentlich so einen guten Geschmack aus, wenn du jetzt in Paris warst, du warst in Brügge, du warst in Tokio, du warst in Düsseldorf, in Deutschland, überall. Gibt es da so einen kleinen gemeinsamen Nenner, wo man sagen kann, das ist so das, was wir haben? Was heißt guter Geschmack? Also das ist, ich glaube, alles, was man irgendwie mit Herzblut und Liebe und vom Erzeuger bis zu dem, der es dann kocht. Also meine Oma ist eine ganz wunderbare Köchin, hat aber nichts mit der nichts mit der Küche hier zu tun. So, und guter Geschmack ist, da müsste man guten Geschmack besser ausdefinieren. Also das, was ich in Paris und in Tokio gemacht habe, ich bin halt ein sehr, sehr großer Freund von der Produkteküche. Also ich will immer das Eigenaroma der einzelnen Produkte fördern. So, das hat aber ja nichts, man kann ja nicht sagen, jemand, der sagt, er macht eher eine Küche, wo er mit mehr Gewürzen arbeitet, wo er irgendwie vielleicht auch eher überraschen will, weil was nicht danach schmeckt, wonach es eigentlich schmeckt, dass das kein guter Geschmack ist, sondern das ist so eine eigene Spezialisierung. So, der eine geht eher in die Richtung, der andere geht eher in die Richtung, der eine mag grün, der andere mag blau. So, das finde ich, kann man nicht wertend sehen, aber also für mich persönlich ist es halt so, dass ich ein großer Freund von diesen, also ich mag es, wenn eine Artischocke nach Artischocke schmeckt und ein Kalb nach Kalb schmeckt und ein Hummer wirklich nach Hummer schmeckt. Und was vielleicht nicht gut der Geschmack ist für mich persönlich, ist halt, ist alles das, was aufgrund eines Preises irgendwie schnell erzeugt ist. Also es gibt Tomaten, die will ich nicht essen, so, ne? Wenn die schmecken halt nach nichts. Und
Oder ja, genau. Und das ist, aber ob es eine Roulade ist, eine Hochzeitssuppe oder ein Hummer, das hat ja nichts damit zu tun. Mhm. Wo ich sag mal, was sind so die Next Steps? Wo möchtest du hin? Also du hast dich jetzt hier etabliert, dein Laden ist bekannt, Stern ist erkocht. Was sind so die nächsten Träume? Wo soll es denn hingehen für dich? Oh, das weiß ich, es ist im Moment gerade echt, im Moment ist man erstmal einfach froh nach diesen anderthalb Jahren, die wir jetzt gerade hatten. Und es ist, ich versuche, oder was mir wichtig ist im Leben, dass man sich jeden Tag so ein bisschen verbessert. So, ne? Das heißt jetzt nicht, dass man das sofort im größten Ausmaß erkennen muss, aber dass man schon jeden Tag vielleicht ein bisschen einen besseren Job, oder es gilt ja für alles im Leben, macht als den Tag davor. So, und das ist das, was mir auch Spaß macht, und das möchte ich hier weitermachen. Ansonsten ist jetzt so, ist es nicht so, dass ich irgendwelche ganz klaren Ziele vor Augen habe. Was weiß ich, ich möchte irgendwie einen zweiten, ich wollte eine Zeit lang, es war auch mal anders, wollte ich nur einen zweiten Laden aufmachen, oder das ist, ich versuche da im Moment gerade auch so ein bisschen, dass sich das alles auch noch ein bisschen mit dem Privatleben vereinbaren lässt, und dass man da so ein bisschen so eine Mischung so hinkriegt, dass sich das, der Laden hier auch so lohnt, nicht, dass man damit reich wird, aber davon leben kann, und auf der anderen Seite auch, dass ich weiter mit den Produkten arbeiten kann und die Art der Küche machen kann, die ich mache, und zusätzlich vielleicht auch mal schaffe, ein bisschen Privatleben noch zu haben. Und wenn ich das mal hinkriege, dann bin ich auch schon happy. Da bist du ja schon auf einem guten Weg, oder? Also du bist ja dir auch schon dessen bewusst, dass du das so machen möchtest, ne? Also viele Menschen sind ja da nicht so, sag ich jetzt mal, selbstreflektiert. Du bist ja da schon sehr, sehr ins Nachdenken gekommen. Das muss man auch lernen. Das ist natürlich, also die ersten zwei Jahre habe ich hier auch durchgeknallt ohne Ende und wollte mehr und wollte irgendwie. Aber ich glaube, das ist auch sowas, dass man so mit der Zeit ein bisschen ruhiger wird oder vielleicht auch mal dankbar einfach darüber ist, was man hat und was man schon geschaffen hat. Und klar, also dieses, dass man sich verbessert ist, aber das hat ja nichts, was man irgendwie so direkt an Wertungen oder an irgendwelchen Zahlen oder sowas so direkt sehen kann. Also dieser Ehrgeiz steckt halt in dir drin, so, wenn du jetzt einfach sagst, jeden Tag ein bisschen besser werden, das ist jetzt keiner, der sagt, oh, lehne ich mich jetzt mal zurück, ruhe mich auf den Lorbeeren aus und genieße das Ganze mal. Sondern das ist ja auch ein bisschen eine japanische Philosophie, dass man sagt, also man feilt einfach so lange, hat vielleicht so ein gewisses Idealbild vor Augen, das man da unbedingt erreichen möchte. Aber was treibt dich da an, dass du sagst, du willst da einfach ständig steigern? Das ist irgendwas in mir drin. so bin ich halt einfach. Also ich bin niemand, der sich irgendwie zurücklegt. Natürlich muss man auch mal einen Tag haben, wo man sich zurücklegt. Aber das ist halt das, was Spaß macht. Und so einen Laden hier betreibt man aus Leidenschaft und weil es einem Spaß macht und nicht aus irgendwelchen anderen Gründen. So, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und ja, also ich möchte nicht irgendwann an einem Punkt sein, wo ich sage, ich stehe hier und komme aber nicht mehr weiter nach vorne. Dann fehlt einem irgendwie da steckt wahrscheinlich der Ehrgeiz oder auch das Ausprobieren, das Gucken und dieser Verbesserungswunsch irgendwie zu tief in mir. Cool, sehr, sehr cool. Ich hätte noch ein paar Schnellfragen an dich. Tee oder Kaffee? Kaffee. Morgen oder Abendmensch? Abend, ganz klar. Paris oder Tokio? Oh, kann ich nicht entscheiden. Also in beiden Städten gelebt. Beide haben was. Haben was ganz, ganz Tolles. In beiden Städten will ich, glaube ich, nicht dauerhaft leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Haben aber beide, waren ganz, ganz schöne Erfahrungen, sind beides zwei Städte, unterschiedlicher können sie nicht sein, meiner Meinung nach. Aber ich entscheide mich für Hamburg. So. Aber Paris und Tokio, beides Gourmet-Städte, ja. Die beide fürs gute Essen einfach unglaublich viel übrig haben, oder? Ja, einmal das und auch kulturell, wo viel passiert, und ja, das ist beide auch sehr, ich sag mal, sehr alte Städte, ne, mit einer viel Tradition, aber trotzdem sehr moderne Städte, und das ist in beiden Städten stark zu spüren, aber auf ganz andere Weisen, ne? Also das ist
war eine tolle Erfahrung, die ich in beiden Städten gemacht habe. Auch mal nicht ganz so tolle Erfahrung, aber ich habe mich schon bewusst dafür entschieden, zurück nach Hamburg zu gehen. Cool. Lieblingsessen? Hast du sowas? Was, Nee, kann ich nicht. Also das ist... gerne werde ich auch immer gefragt nach meinem Lieblingsgang auf dem Menü. Das ist so ein bisschen, als würdest du bei 5 Kindern fragen, welches dein Lieblingskind ist. Das will auch niemand beantworten. Wenn du ein Gericht nochmal essen könntest, das du irgendwo gegessen hast, das dir so richtig in Erinnerung geblieben ist, was würdest du nochmals essen? Oh, da gibt es viele Sachen. Also teilweise ganz einfache Sachen wie irgendwie ein Hummer, der direkt vom Boot irgendwie, oder die Kaisergranate auf den Färöer Inseln. Aber auch so Sachen irgendwie wie die Hochzeitssuppe oder Roulade von meiner Oma. So. Mhm. Also das ist nicht so, dass ich wirklich ein absolutes Lieblingsgericht habe. Und dafür habe ich auch schon zu viel, glaube ich, gegessen. Also gerade auch dann durch die Zeit in Japan und einen Besuch auf den Fukuoka Inseln und ganz vielen. Da gab es schon viele, viele Highlights. So. Und das ist auch immer so ein bisschen stimmungsabhängig, würde ich sagen. Umgekehrt gefragt, schlimmste Speise oder schlimmstes Essen, das du bisher hattest? Oh, es gab auch schon, also natürlich jeder, der mal irgendwie unterwegs ist und sich mal irgendwo mal schnell, weil er Hunger hat, irgendwie was holen muss. Also da, aber da spricht man dann auch nicht mehr drüber. Wenn du Tee trinkst, Lieblingstee? Tee richtig, also Matcha-Tee ist in der Tat ein Tee, den ich sehr, sehr gerne trinke. Also das ist ja auch so ein bisschen, ich sag mal, in der japanischen Küche, der trinken wir ja keinen Espresso nach dem Essen, sondern eher einen Matcha-Tee. Das ist, glaube ich, vom Koffeingehalt auch ähnlich. Mhm. Oder Tein. Matcha-Tee ist auch ein Tee, den ich öfters in der Küche mal verarbeite, weil ich gerne dieses Bitteraromen habe, wo man, was immer ein schöner Gegenspieler ist. Im Moment zum Beispiel, also Verwend-Tee ist ein Tee, den ich sehr gerne trinke. Und dann gibt es natürlich so, wenn man mal irgendwie ein bisschen am Kränkeln ist, auch mal einen Kamillentee irgendwie oder einen Ingwertee. Also ich bin... Auch Genuss oder eher die Funktion? Ne, Genuss dann eher in der Küche verarbeitet, würde ich sagen. Also wir haben jetzt zum Beispiel Verwend im Prädessert mit drin, was wir sehr, sehr stark verarbeiten. Aber ich hatte zum Beispiel eine Vorgabe mit Matcha-Tee und Rhabarber, so was sehr, sehr gut zusammenpasst. Oder auch schon in Desserts Matcha-Tee verarbeitet. So trinken Tee ist eher Funktion, würde ich sagen. Also das ist, oder hier gibt es auch kalten Tee, Eistee zum Beispiel. Mhm. Also nicht süßen Eistee, sondern halt irgendwie wirklich kalten Kräutertee oder so. Im Sommer ist schon manchmal ganz geil. Und dann, ja, würde ich sagen, also in der Küche kommt es immer, haben wir schon immer irgendwie ein, zwei Tees im Menü, die manchmal auch nur fördernd sind. Viel aus ja, oder was halt ich auch. Wenn ich krank bin, ich habe zu Hause immer Thymian da, ist halt auch ein frischer Thymian-Tee, mhm. So, ne? Weil das halt irgendwie dann gut hilft, oder frischer Ingwer-Tee. Cool. Lieber Boris, vielen Dank fürs Interview. Gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.